So, ich hoffe, ich bin zu hören. Guten Abend. Ich begrüße Sie heute zu einer weiteren Veranstaltung des DAI Insight. Mein Name ist Sabine Reinhold. Ich bin an der Eurasienabteilung des DAI, Referentin für die Archäologie Sibiriens und des Ural und werde heute moderieren. Der April steht im Zeichen Eurasiens. Mit zwei Vorträgen. Heute wird Udo Schlotzhauer thematisch zur griechischen Kolonisation am Schwarzen Meer sprechen. Den schönen an Platon angelehnten Vortragstitel belasse ich ihm. Udo, du kannst auch dein Video schon einschalten. Sind wir schon auf Sendung? So. Ja, Udo Schlotzhauer. Begann seine wissenschaftliche Karriere in Bochum an der Ruhr-Universität, wo er ab 1986 studiert hat. Zunächst alte Geschichte, mittelalterliche Geschichte, Philosophie und lateinische Philologie. 1989 wechselte er aber dann in die klassische Archäologie und ist uns deshalb auch als klassischer Archäologe heute präsent. Das ist natürlich sehr hilfreich für uns. Er hat 1996 den Magistratium in Bochum abgeschlossen und 2001 die Promotion über ein Keramikthema aus der Milet-Grabung zu den südionischen Knickrandschalen. Seit 1990 war er dann Mitarbeiter der deutschen Milet-Grabung, später der Assistent dieser Grabung. Und grub ebenfalls in Selinunt und auch auf Samos aus. Neben einer oder nach der Anstellung als Grabungsassistent an der Ruhr-Universität in Bochum war er dann von 2001 bis 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Naukratis des Sonderforschungsbereichs Kulturelle und sprachliche Kontakte an der Johannes-Gutenberg-Universität zu Mainz. Und ist nun seit 2005 wissenschaftlicher Referent an der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin. Hier leitet er seitdem auch ein landschaftsarchäologisches Projekt auf der russischen Taman-Halbinsel. Das ist der antike kimmerische Bosporus und über seine Ergebnisse aus diesem Projekt wird er uns heute berichten. Udo ist seit 2013 auch einer der Sprecher des DAI-Clusters Connecting Cultures, dessen Schwerpunkte ebenfalls die Kulturkontakte, auch die griechische Kolonisation sind. Und ich denke, wir werden heute vieles lernen über die aktuellen neuen Forschungen auf der Taman-Halbinsel. Bitte schön, Udo. Ja, herzlichen Dank, Sabine. Und ich heiße Sie auch alle willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie immer muss man zunächst die Präsentation starten. Ich versuche das jetzt mal. Ich denke, das hat geklappt. Sabine, gibst du mir mal Rückmeldung? Ja, hat geklappt. Und ich habe noch vergessen zu sagen, Entschuldigung, die Moderation. Wenn Sie uns auf Facebook folgen, können Sie Fragen gerne dort in die Kommentarfunktion eingeben. Das wird dann in den Chat übertragen. Alle anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen gerne ihre Fragen in den Chat schreiben, wenn sie namentlich genannt werden wollen, weil wir dann die Fragen aus dem Chat vorlesen. Unterzeichnen Sie doch einfach. Ansonsten würden wir die Fragen ohne namentliche Kennzeichnung nach dem Vortrag dann vorlesen und entsprechend diskutieren. Ja, vielen Dank und Herr Schlotzhauer. Die folgenden Ausführungen beruhen auf multidisziplinären Forschungen in den Bereichen der Paläogeographie, der antiken Geographie und der Archäologie. Es fließen hier also Ergebnisse und Überlegungen Ihrer Teilnehmer ein, besonders von Helmut Brückner, Anka Dahn, Hans-Joachim Gerke und Denise Shurawlew. Teilweise wird dies besonders kenntlich gemacht, wo es mir besonders wichtig erschien, den Anteil von Personen oder Forschergruppen hervorzuheben. Im Zuge der sogenannten großen griechischen Kolonisation verließen Griechen seit etwa der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus erneut ihre Stammgebiete im Mutterland, der Ägäis und an den kleinasiatischen Küsten,
und siedelten sich dauerhaft an den Küsten im westlichen und östlichen Mittelmeer sowie im Hellespont und im Schwarzen Meer an. Dieser Prozess, der wenigstens 200 Jahre, vereinzelt auch länger, anhielt, verlief in unterschiedlichen geografischen Räumen chronologisch versetzt und in verschiedenen intensiven Wellen. Das Schwarze Meer gehört zu den geografischen Räumen, die verhältnismäßig spät in diesen Prozess eingebunden wurden. Hier sehen wir eine nicht ganz vollständige Kartierung von Fundstellen im nördlichen Schwarzmeer, dem Nordpontus. Die roten Punkte zeigen die ältesten nachweislich griechischen Fundorte, vornehmlich ab etwa der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus, die sich fast ausnahmslos und teilweise weit im Hinterland fanden. Die blauen Punkte markieren Fundstellen an der Küste, die ausweislich der archäologischen Funde die ältesten griechischen Ansiedlungen noch im späten 7. Jahrhundert vor Christus anzeigen. Damit ist die uns hier interessierende Region erst verhältnismäßig spät von der sogenannten Kolonisation der Griechen erfasst worden. Als Platon in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus in einem Dialog seines Werkes Phaidros Sokrates sagen lässt, Zitat, wir, die wir zwischen den Säulen des Herakles und dem Fluss Phasis einen Teil der Welt bewohnen, leben um das Meer herum wie Ameisen und Frösche um einen Sumpf. Ende des Zitats. Da war jedenfalls dieser Migrationsprozess weitgehend abgeschlossen. Griechen siedelten sich also während dieses mehrere Jahrhundert dauernden Migrationsprozesses im Westen von den Säulen des Herakles, also von Gibraltar am Atlantik bis zum Fluss Phasis am äußersten Osten des Schwarzen Meeres an. In dieses östliche Siedlungsgebiet der griechischen Oikumene, das den Griechen des 5. Jahrhunderts vor Christus sichtlich vertraut war, führt der heutige Vortrag. Die zitierte Stelle bei Platon bringt neben der klaren Umschreibung des geografischen Raums auch die Selbstwahrnehmung der Hellenen als maritim ausgerichtetes Volk zum Ausdruck, das bevorzugt an den Küsten siedelte und über die Meere verbunden war. Allgemein wird der bei Platon erwähnte Fluss Phasis, der in etwa die Ostgrenze des Siedlungsgebiets der Griechen am Ende der sogenannten Kolonisation beschreibt, mit dem berühmtesten Fluss, an dem auch die gleichnamige Stadt lag, im heutigen Georgien, dem antiken Kolchis, gleichgesetzt. Hier ist der Blau hervorgehoben. Ankadan jedoch hat überzeugend aufzeigen können, dass auch ein anderer Fluss zu diesem Zeitpunkt den Namen Phasis trug, nämlich der heutige Fluss Kuban, hier in Rot markiert. Häufiger ist dieser Fluss allerdings in den antiken und modernen wissenschaftlichen Literatur mit den antiken Benennungen Hypanis und Antikaites anzutreffen. Doch bis ins 5. Jahrhundert vor Christus hinein war der Kuban eben auch als Phasis bekannt. Wir dürfen also annehmen, dass Platon durchaus diesen Fluss meinte, denn im Zusammenhang mit seiner Nennung als Phasis wird der Kuban auch als eine wichtige geografische Trennlinie erwähnt, nämlich die zwischen Europa und Asien. Die antiken Geografen kannten verschiedene Trennlinien zwischen Europa und Asien. Hekataios von Milet etwa beschreibt Ende des 6., Anfang des 5. Jahrhunderts vor Christus diese Kontinentsgrenze noch am Phasis. Die Autoren dieser Karte entschieden sich für den kolchischen Phasis. Eine andere antike Tradition zog die geografische Trennlinie zwischen den Kontinenten an einem anderen Fluss im Nordpontus. So beispielsweise Ptolemaios im 2. Jahrhundert nach Christus. Ausgangspunkt hier war der Tanais, der heutige Don. Er war und ist der wichtigste Zufluss ins Asowsche Meer, der antiken Maiotes Limne. Im antiken Verständnis markierte auch dieser Fluss die Grenze zwischen Europa und Asien. Zudem verstanden die Menschen zu jener Zeit den Fluss umfassender als wir heute. Die Fließrichtung in der Maiotis wurde bis zum chimärischen Bosporus der heutigen Straße von Kertsch wahrgenommen. Hier erst erkannte man die Mündung des Flusses Tanais in das Schwarze Meer, den Pontos. Kongruent wurde der thrakische Bosporus, wo das Schwarze Meer in das Mittelmeer floss, als Grenze beider Kontinente die Fließrichtung in der Maiotis wurde bis zum chimärischen Bosporus der heutigen Straße von Kertsch wahrgenommen.
Hier erst erkannte man die Mündung des Flusses Tanais in das Schwarze Meer, den Pontos. Kongruent wurde der thrakische Bosporus, wo das Schwarze Meer in das Mittelmeer floss, als Grenze beider Kontinente, und Gibraltar, wo das Mittelmeer in den Atlantik mündet, als Grenze zwischen Europa und Afrika betrachtet. Mithin war der kimmerische Bosporus zusammen mit dem Fluss Phasis Hypanis und der Mündung des Tanais in der Wahrnehmung der Griechen eine wichtige Grenzregion zwischen Kontinenten. Wir können aber wohl schon einmal festhalten, dass die von Platon als östliche Grenze des Siedlungsgebiets der Griechen angesprochene Region möglicherweise mit dem Bereich am kimmerischen Bosporus und dem Fluss Phasis Kuban zu identifizieren ist. Wie aber sah es hier am kimmerischen Bosporus aus? Was können wir über den Besiedlungsprozess dieser Grenzregion der griechischen Koine sagen? Stimmt auch hier das Bild Platons, dass die Siedler wie Frösche um den Sumpf oder Teich siedelten? Bis vor kurzem war am kimmerischen Bosporus nur zwei Einzelfunde bekannt gewesen, die deutlich zurück in das 7. Jahrhundert vor Christus verwiesen. Die sogenannte St. Petersburger Kanne links wurde in einem Kurgan nahe Kertsch gefunden. Die Vogelschale unten rechts wurde ohne verwertbaren Kontext bei Anapa zutage befördert. Lange handelte es sich um Einzelfunde. Erst in den letzten 3 Jahren änderte sich dieses Bild nachhaltig. Unweit, etwas südlich von Anapa bei Suspech, nahe dem Fluss Kuban, aber am Schwarzen Meer gelegen, hat Nikolai Sudarev nun zahlreiche, vor allem ostgriechische Keramik entdeckt. Hierzu liegen bisher leider noch wenige Publikationen vor. Noch ist nicht sicher, wo genau die zugehörige Siedlung liegt. Noch wissen wir, ob es eine bedeutende Siedlung war. Anders dagegen verhält es sich mit einem zweiten Fundort, dessen Namen gut bezeugt ist und aus dem nach jahrzehntelanger Grabungstätigkeit sich erst in den letzten Jahren der gleiche frühe Zeithorizont zu erkennen gibt. Pantekapaion am Ostufer auf der europäischen Seite des kimmerischen Bosporus. Denn hier wurde vor kurzem eine ganze Anzahl von bisher frühesten Funden aus dem Beginn dieser besonders erfolgreichen griechischen Siedlung gemacht. Wladimir Tolstikow, der Ausgrabungsleiter, und die Bearbeiterin der frühesten Keramik, Natalia Astashova, haben nun auch hier Keramik des späten 7. Jahrhunderts vor Christus publiziert. Auch Pantekapaion liegt nahe der Mündung des Kuban und zudem an einer strategisch interessanten Position in der Durchfahrt vom Schwarzen ins Asowsche Meer. Hier liegen nach aktuellem Kenntnisstand wohl die Anfänge griechischer Besiedlung am kimmerischen Bosporus. Und das um einiges früher als bisher vermutet. Es scheint mir wichtig zu betonen, dass diese Entdeckung erst aus den letzten Jahren stammt, denn sie stellt ein völlig neues Bild des Kolonisationsprozesses dieser Region dar. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass die gesamte Erschließung des kimmerischen Bosporus und seines Hinterlandes zum einen vom nördlichsten Punkt auf der europäischen Seite des kimmerischen Bosporus oder modern gesprochen des nördlichsten Punkts in der Straße von Kertsch auf der westlichen Seite der Einfahrt in das Asowsche Meer ausging. Dies ist die heutige Stadt Kertsch, Kertsch in der Antike die Hauptstadt des Bosporanischen Reichs. Zum anderen aber gibt es ein Cluster etwa zeitgleicher früher Keramikfunde nahe der heutigen Stadt Anapa. Der Blick auf diese beiden Orte erscheint nun zunächst überraschend. Weniger überraschend für die spätere Hauptstadt Pantekapaion in Kertsch, als vielmehr das Cluster im Südosten. Das heutige Landschaftsbild kann diesen Fundort nicht unbedingt erklären. Wo lagen hier die strategischen, die ökonomischen Vorteile für die Ortswahl? Natürlich gab es hier recht nahe eine Bucht, die in der Antike wohl noch mit dem Schiff eingefahren werden konnte. Aber darüber hinaus scheinen kaum Vorteile hier zu existieren. Die frühen Schriftquellen liefern keine Informationen darüber, wie der Kolonisationsprozess am kimmerischen Bosporus abgelaufen ist. Weder direkt noch indirekt. Wir sind zum Verständnis des Befundes der beiden frühen Orte am kimmerischen Bosporus also auf andere, weiterführende Informationen angewiesen. Und diese liefert uns zunächst einmal die Paläogeographie. Doch sie hat nicht nur einen Ansatz für die Erklärung der beiden frühen Fundcluster, die sich mit dem heutigen Landschaftsbild so schwierig in Einklang bringen lassen, geliefert, sondern darüber hinaus die gesamte antike Topographie am kimmerischen Bosporus in Zweifel gezogen.
Hier müssen wir nun kurz einhalten, bevor die Ergebnisse der Geoarchäologie innerhalb unserer russisch-deutschen Gemeinschaftsprojekts vorstellen. Denn es ist an dieser Stelle unverzichtbar, den Forschungsstand zu referieren, so wie er sich vor dem Beginn unserer Arbeiten darstellte. Seit den frühesten Beschäftigungen durch Forschungsreise, spätestens mit dem frühen 19. Jahrhundert, wurde versucht, die Informationen antiker Schriftquellen für die Rekonstruktion der antiken Topographie am kimmerischen Bosporus zu nutzen. Diese Versuche konnten sich zu jener Zeit allerdings kaum auf archäologische Funde und Befunde stützen, wodurch die Rekonstruktion allein auf dem Abgleich der im frühen 19. Jahrhundert vorgefundenen Landschaft mit den antiken Schriftquellen, vorzugsweise mit Strabons Geographia, beruhte. Dabei standen die damaligen Zeitgenossen, wie wir heute wissen, vor einem schwer zu überbrückenden Problem. Die antiken Beschreibungen der Landschaft ließen sich in keiner überzeugenden Übereinstimmung mit dem Landschaftsbefund bringen. Der einzig vernünftige Ausweg war die Annahme einer Landschaftsveränderung. Dementsprechend entwickelte man auf Grundlage eigener Beobachtungen eine Landschaftsgenese, die sich als so wirkungsmächtig erwies, dass sie bis in aktuelle Rekonstruktionen hinein zentral blieb. Nach Auffassung vieler Forscher war die Tamanhalbinsel in der Antike ein eigenständiger Archipel und bestand aus mehreren Inseln. Diese These wurde zuerst von Frederic Dubois ausgesprochen, später von Karl Görz weiterentwickelt. Warum war eine alternative Schiffsroute für die Ein- und Ausfahrt aus dem Asowschen Meer nötig? Im 19. Jahrhundert war einzig die Möglichkeit durch die Straße von Kertsch bekannt. Doch die antiken Schriftquellen setzen eine alternative Schiffsroute voraus. Ansonsten waren sie alle und allen voran Strabon nicht verständlich. So wurde eine Wasserverbindung zwischen dem Golf von Taman und dem Achtanisowskaja Binnensee angenommen, der eben diese Möglichkeit hätte bieten können. Diese Verbindung schien Dubois und den folgenden Generationen an Forschern bis vor kurzem die einzige Lösung, um die Widersprüche aus den antiken Schriftquellen und den vorgefundenen Landschaftsbedingungen zu lösen. Dabei nahmen sie an, dass die Inseln durch Vulkanismus entstanden seien. Dies gibt der Ausschnitt oben wieder. Diese Aktivität hätte mit der Zeit die Inselgruppen verschmelzen lassen, womit auch die ehemalige Passage verschwunden sei. Der untere Ausschnitt aber zeigt den Zustand, wie er sich zur Zeit Strabons, also um die Zeitenwende, geboten hätte. Spätere Forschungsgenerationen war dann klar geworden, dass es nicht der Vulkanismus gewesen sein könne, der zur aktuellen Landschaftssituation geführt habe. Sie machten eher Tektonik und vor allem eine größere Meeresspiegelschwankung dafür verantwortlich, dass heute und auch schon zu Dubois Zeiten die Passage aus dem Golf von Taman in den Binnensee von Achtanisowskaja nicht mehr existiert. Auf die Meeresspiegelschwankung von mehreren Metern, die sich angeblich in wenigen Jahrhunderten während der Antike ereignet hätte und noch immer durch die wissenschaftlichen Publikationen geistern, gehe ich hier nicht weiter ein. Diese ist von Brückner und Kelterbaum ein für alle Mal widerlegt worden. Der Wasserweg jedenfalls war für das Verständnis der Schriftquellen, die dem Schema des Periplus folgten, unabdingbar. Strabon beschrieb die Schlüsselbereiche im kimmerischen Bosporus eben aus der Perspektive einer solchen Schiffsfahrt, womit für die Landschaftsrekonstruktion folgende Bedingungen bestanden haben mussten. Die Einfahrt in den kimmerischen Bosporus von Süden her aus dem Pontos, also dem Schwarzen Meer, führte dann über den Korokondamischen See. Zur Linken befindet sich eine Insel, auf der die Städte Phanagoria und Kepoi liegen. Zur Rechten aber Hermonassa und die übrigen Siedlungen in der Sindike. Die Orte sind hier mit roten Punkten hervorgehoben. Von diesem Korokondamitischen See gelangte man dann weiter in das Asowsche Meer, also in die Maiotis. Mit der auf Dubois zurückgehenden Rekonstruktion waren diese Hauptbedingungen der wichtigsten Quelle, nämlich der Strabons, einigermaßen gegeben. Aber andere Probleme türmten sich hier auf, angefangen von der völligen Unvereinbarkeit dieser Rekonstruktion mit den Streckenangaben, nicht nur bei Strabon, und andere Widersprüche mit anderen antiken Schriftquellen zur antiken Topographie.
Erste Kritik an dieser Theorie äußerte bereits 1978 Ivan Zablin. Seine Worte klingen so modern, dass ich hier ein längeres Zitat daraus anführe. Zitat: Der Hauptgedanke Dubois besteht darin, dass die Tamanhalbinsel bereits in historischer Zeit sehr bedeutsamen Veränderungen unterworfen war, so dass schon die Aussagen Strabons mit den heutigen Umrissen dieses Territoriums nicht mehr übereinstimmen. Bei Strabon stellt sich die heutige Halbinsel als eine Art Polynesien dar, bestehend aus mehreren Inseln, die später zu einer einzigen zusammenwuchs. Dubois richtet einen Flussarm des Kuban-Deltas in den Tamana Golf, wohin er zur Zeit Strabons geflossen sei, und beweist dies mittels geologischer Untersuchungen, die bei einer allgemeinen Erkundung des Geländes durchgeführt wurden. Die bis heute existierende Straboner Mündung verlegt er zusammen mit dem Golf des Kuban, in den jenem mündet, in den Tamana Golf und gibt diesen den strabonischen Namen Korokondamitis. Diese vollkommen theoretische These zum Kubanstrom wurde in die Wissenschaft als unwiderlegbare Wahrheit übernommen, die weder eine Untersuchung bedarf, noch der Zweifel, noch irgendwelcher Beweise. Die Forscher bemühen sich seither nunmehr, diese unzweifelhafte Wahrheit zu bestätigen und alle anderen Hinweise Strabons in Einklang mit diesem Zeugnis zu bringen. Die Überlegungen Dubois selbst fangen an, zum Zeugnis für die Aussagen Strabons zu werden. Zitat Ende. Diese kritischen und mahnenden Worte Zablins aus dem späten 19. Jahrhundert verhalten allerdings ungehört. Noch im Barrington Atlas of the Greek and Roman World, der im Jahr 2000 erstmals veröffentlicht wurde, findet sich die auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgehende Rekonstruktion in ihren Hauptcharakteristiken wieder. Dem Wasserweg zwischen der Bucht von Taman und dem Achtanisowskaja Liman. Und dies gilt auch fast ausnahmslos für alle Publikationen zum Thema bis auf den heutigen Tag. Genauer genommen ist sogar noch ein weiterer Wasserweg hinzugekommen, der nördlich eine zweite Verbindung zum Korokondamitischen See in die Maiotis hergestellt hätte, womit sich dann auch die Anzahl der Inseln vermehrte. Auch dies fand Eingang in den Barrington Atlas. Erst zu Anfang der 2000er Jahre wurden die Bedenken Zablins wieder aufgenommen und Juri Gorlov und andere Teilnehmer eines russisch-französischen Projekts auf der Tamanhalbinsel zweifelten an der Existenz von Flussarmen, die die heutige Halbinsel in der Antike in einer Vielzahl von Inseln zerteilt hätte. Allerdings legte die Gruppe niemals ihre Ergebnisse vor. Unabhängig von diesen Überlegungen, die wir nicht kannten, schien auch uns die Rekonstruktion, wie sie uns 2006 bei Beginn unseres Projekts als Endpunkt von 150 Jahren Forschung vorlag, nicht zu überzeugen. Die Zweifel waren offensichtlich in dieser Zeit reif und die Zweifel hatten einen Namen. Längst schon machte Paläogeographen von sich reden, indem sie an den verschiedensten Gegenden im Mittel- und Schwarzmeer die Paläolandschaften etwa im Neandertal bei Milet und anderswo rekonstruierten. Daniel Kelterbaum, wir sehen ihn hier mit Studenten bei der Feldarbeit, und Helmut Brückner, zunächst von der Universität Marburg aus, dann von der Universität zu Köln, haben zwischen 2007 und 2015 mehr als 120 Bohrungen in den küstennahen Geobioarchiven abgeträuft. Die bis zu 16 Meter tiefen Bohrkerne wurden im Labor sedimentologisch, makrofaunistisch und geochemisch analysiert. Zudem wurde organisches Material, Torf, Holz, Pflanzenreste, Mollusken, 14C AMS datiert, um die Sedimentfolge chronostratigraphisch einordnen zu können. Später wurden aus diesen im Archiv eingelagerten Bohrkernen im Labor weitere Detailfragen gelöst. Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Untersuchung zur Paläolandschaft und Küstenentwicklung der Tamanhalbinsel seien hier kurz referiert. Zunächst einmal wurden zahlreiche Bohrungen in den vermuteten Verläufen des sogenannten Shermandinsky-Arms und des sogenannten Subotin-Erik angelegt. Insgesamt 35 Bohrungen, die an den tiefsten Stellen des vermuteten Verlaufs engständig senkrecht zu den vermuteten Verbindungen 3 bis 8 Meter abgesenkt wurden, um auch an den heutigen tiefsten Stellen nach Marina oder fluvialen Sedimenten zu suchen. Die Bohrkerne zeigen schon anhand der gelben Farbe rein terrestrisches Sediment von entweder herab,
hangabwärts gespülten feinkörnigen Sedimenten oder von Schluffen äolischen Ursprungs, also Löss. Links sehen Sie drei Bohrkerne aus dem engmaschigen Transekt durch den Shermandansky-Arm. Oben rechts die Umzeichnung der Bohrkerne im Transekt im vermuteten Verlauf des sogenannten Subotin-Erik. Da in diesen weit unter den heutigen Meeresspiegel abgeteuften Bohrungen selbst in den untersten Schichten weder marine noch fluviale Faszien auftraten, ist klar bewiesen worden, dass hier niemals Wasserwege zwischen dem Achternisowskaja-See und der Bucht von Taman existierten. Somit gab es auch niemals mehrere Inseln im Bereich der zentralen Taman-Halbinsel. Diese unumstößlichen Ergebnisse haben allerdings gravierende Folgen. Denn ohne diese Durchfahrten kann die bisher existierende textorientierte antike Topographie nicht richtig sein. Das heißt, die in allen wissenschaftlichen Arbeiten mutata mutandis gleichen Verortungen sowohl von geografischen Landschaften als auch von Orten, wie sie dann auch im Barrington-Atlas Eingang gefunden haben, können nicht richtig sein. Dieser Befund gilt allerdings nur für den asiatischen Teil des kimmerischen Bosporus und nicht für den europäischen Bereich auf der Kertschhalbinsel. Um zu verstehen, warum dies sein kann, muss zunächst darauf hingewiesen werden, dass die archäologischen Fundstellen auf der Taman-Halbinsel im Gegensatz zu denen auf der gegenüberliegenden Kertschhalbinsel keine sichere Ortszuweisung durch Inschriftenfunde erbracht haben. Während auf der Kertschhalbinsel, also im europäischen Teil, am kimmerischen Bosporus, etwa in Pantekapaion oder Nymphäon, Inschriften am Ort gefunden wurden, gibt es dies auf der asiatischen Seite in keinem einzigen Fall. Lediglich Phanagorea ist auf mehreren Inschriften genannt. Diese Inschriften wurden aber auf verschleppten Steinen gefunden, die zwischen den bedeutendsten archäologischen Fundstellen auf der Taman-Halbinsel in Taman und in Senoi entdeckt wurden. Somit ist es recht sicher, dass eine der beiden Fundstellen in der Bucht von Taman Phanagorea ist. Aber die Inschriften allein lassen die Frage nicht entscheiden, ob es der eine oder der andere Fundort ist. Da die Fundorte auf der Taman-Halbinsel aus sich heraus keine antiken Benennungen erbracht haben, beruhen die bisherigen Identifikationen, wie bereits ausgeführt, vor allem auf Beschreibungen der antiken Autoren, allen voran auf der Geografie des Strabon. Aber die bisherige Fokussierung auf die Straße von Kertsch, also die Gesamtheit des kimmerischen Bosporus und den hier versammelten, aus den antiken Schriften bekannten Orten, ist das Problem verbunden, dass die Maßangaben aus den schriftlichen Quellen so stark von diesen abweichen, dass man bereits an Strabon zweifelte. Die weiteren Untersuchungen der Geoarchäologen Kelterbaum und Brückner sowie der Archäologie boten dann aber einen Ausweg aus diesem Dilemma und ermöglichten Hans-Joachim Gerke und Anka Dahn im Rahmen unseres Projekts Strabon am kimmerischen Bosporus zu rehabilitieren. Mit Strabon und anhand der Beschreibungen anderer antiker Autoren und Geografen können sie eine neue Rekonstruktion vorlegen, wenn auch noch nicht jede Zuweisung punktgenau gelingt. Denn aufgrund der Forschungslage, besonders aufgrund fehlender archäologischer Untersuchungen, lässt sich der eine oder andere Ort nur ungefähr einer bestimmten Region zuweisen. Hier sehen Sie die Gesamtheit der über 120 Bohrstellen, von denen nun besonders im östlichen Bereich der Taman-Halbinsel die im östlichen Bereich interessant sind. Markiert ist hier beispielsweise die Bohrung Jikinka 2. Die Bohrungen in der Mitte des Kubantals, wo sich heute die Mündung nach Norden und Süden verzweigen, zeigt der Bohrkern hoher marine Ablagerungen, auch noch zu Zeiten Strabons. Die Untersuchungen konnten einen weiteren schiffbaren Wasserweg im Osten belegen. Wassertiefen von 4 bis 6 Meter vereinzelt wie hier am zentralen Bereich von bis zu 8 Meter konnten für diesen an der engsten Stelle etwa zwischen Strelka 2 und Jikinka zwischen 4 bis 5 Kilometer breiten Wasserweg erschlossen werden. Hier, wo sich heute das Kubantal entlang schlängelt, gab es in der Antike einen schiffbaren Wasserweg. Mit ihm zeigt sich, dass aus den antiken Schriftquellen überlieferte Archipel deutlich anders als die bisher angenommene Rekonstruktion. Eine Hauptinsel, die mit der bei den antiken Autoren und auch auf
Inschriften genannten Nessos-Insel zu identifizieren ist, für den die Inschrift auch einen Beamten, ein Nesiarch, beziehungsweise einen für die Insel zuständigen bezeugt. Und einige kleinere Inseln im Norden und Süden. Wie Hans-Joachim Gerke daraus überzeugend geschlossen hat, ist das Ganze, also die Straße von Kertsch im Westen und der neue Wasserweg im Osten, den wir Kurban-Bosporus genannt haben, der Kimmerische Bosporus. Wir haben also mit einem wesentlich größeren Areal für den Kimmerischen Bosporus zu rechnen, von der europäischen Küste der Kertsch-Halbinsel bis in das Kubantal der antiken Sindike hinein. Gerke führt weiter aus, dass, Zitat, nach modernen Maßstäben der Kimmerische Bosporus eine Wasserstraße mit mehreren Kanälen war, von denen zwei als wesentliche Bestandteile von den antiken Autoren bestätigt wurde. Zitat Ende. Damit steht die über die paläogeografischen Untersuchungen gewonnene Rekonstruktion in keinem Widerspruch zu den Beschreibungen in den antiken Schriftquellen, auch nicht zu den Informationen aus Inschriften und so weiter. Die hier vorgestellte paläogeografische Rekonstruktion stimmt auch im Verhältnis zur Genauigkeit der Entfernungsangaben, die man antiken Geografen unterstellen darf, erstaunlich gut mit diesen überein. Aber wie verhält sich die antike Topographie ansonsten zum gewonnenen Bild? Die Archäologie, das kann man hier kurz abhandeln, liefert weitere Belege für die Richtigkeit des gewonnenen Bildes. Denn an den Ufern des Kuban-Bosporus finden sich etliche Fundstellen von kleineren und größeren Siedlungen. Sie sind hier kartiert. Quasi der gesamte östliche Küstenverlauf mit seinen vielgestaltigen Buchten war engmaschig besiedelt. Hier haben wir nur die Fundstellen, die auch bis auf das 6. und das 1. Viertel des 5. Jahrhunderts vor Christus zurückgehen, kartiert. Zu verdanken ist dies vor allem Juri Paromov, der eine archäologische Karte der Tamana-Halbinsel erstellt hat. Allerdings hatte er seine Untersuchungen auf den modernen Verwaltungsbezirk von Temriuk beschränkt. Eine ähnliche Untersuchung für die Region östlich des Kuban-Bosporus fehlt bis heute, weshalb wir aktuell hier nur wenige Fundstellen eintragen können. Ich habe die wenigen Punkte hier einmal rot markiert. Aber auch ohne diese noch ausstehende Untersuchung bestätigt die Archäologie aufs Beste das bisher gewonnene Bild. Der zweite Wasserweg zwischen Pontos und der Maiotis war an seinen Küsten engmaschig besiedelt. Im Rahmen unseres Projekts haben wir verschiedene Fundstellen hier im östlichen Teil des Kimmerischen Bosporus archäologisch untersucht. Es zeigt sich etwa in Golubica II und auch in Strelka II, dass die entsprechenden Ansiedlungen mit frühen Fortifikationen spätestens aus dem zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts vor Christus umgeben waren. Andere Fundorte wie Soleni, hier das Bild links gehört dazu, stellten sich als kleiner und unbedeutender heraus, als sie Paromov aus den Daten seines Service erschlossen hat. Aber auch dies deckt sich wieder genau mit den Ergebnissen der paläogeografischen Untersuchung. Denn Paromov nahm noch an, dass sich hier ein bedeutender Hafen am, wie wir nun wissen, nie existierenden Schermandenskia-Arm befand. Zudem war die einstige Bucht hier schon im 6. Jahrhundert vor Christus nicht mehr problemlos zu befahren und fiel wohl schon bald nach der Ankunft der Griechen saisonal trocken. Überhaupt lässt sich beobachten, dass eine langsame Verlandung und Versumpfung des östlichen Bosporus einsetzte. Dies führen Brückner und Kelterbaum auf den durch die Küstenlängsströmung mit der Zeit immer stärker werdenden Verschluss der Öffnungen dieses Bosporus und dem gleichzeitig damit vermehrten aufgefangenen Eintrag von Sedimenten durch den Fluss Phasis Hypanis Kuban zurück. Diese Effekte betreffen auch so manche Siedlungen, deren zunächst günstige Lage sich über die Jahrhunderte dramatisch ändern konnte. Sandbänke und Nehrung, verschlossene Hafenzugänge und Versumpfung brachten Mücken und Ähnliches. In den antiken Schriftquellen wird dies natürlich nicht so deutlich formuliert. Aber indirekt wird vereinzelt der Niedergang von Siedlungen geschildert. Wenn etwa in den antiken Schriftquellen Hermonassa zunächst als Polis, später als Kome geschildert wird, kann man nun für diesen Niedergang zu einem Dorf, wo die geschilderten geomorphologischen Veränderungen mit Fug und Recht als einen Grund anführen. Schlussendlich, mit der Paläogeografie, der Analyse der antiken Schriftquellen und den archäologischen Fundstellen
kann letztendlich auch nach der Identifikation von Orts- und geografischen Namen gefragt werden. Denn der im Vergleich zur alten Rekonstruktion im Rahmen der Straße von Kertsch wesentlich vergrößerte Raum bietet nun den notwendigen Platz, um die bei Strabon angegebenen Maße einigermaßen verständlich auf die rekonstruierte Situation anzuwenden. Mit der notwendigen Flexibilität, mit der Ungenauigkeiten resultierend aus den aus verschiedenen Zeiten stammenden unterschiedlichen Schriftquellen berücksichtigt werden oder das antike Verständnis administrative Einheiten sowie der Unterordnung realer Maße unter mathematisch-geometrische Figuren und regelmäßiger Teilbarkeit von Maßen, konnten Gerke und Dahn die Maße bei Strabon überzeugend in der geoarchäologisch für die Antike rekonstruierten kimmerischen Bosporus einfügen. Im Rahmen dieses Vortrags können wir nicht alle Lokalisierungen im Einzelnen besprechen. Aber die Lokalisierungen, die uns bisher gelungen sind, das kann hier bereits angeführt werden, stehen nicht im Gegensatz zu den Angaben der übrigen antiken Autoren, sondern werden in der Regel bestätigt. Wenn wir auch immer noch nicht jeden Ortpunkt genau lokalisieren können, zeigt sich, dass sich insgesamt die von Strabon in seinem Periplus-Schema angegebenen Entfernungsangaben auch innerhalb des kimmerischen Bosporus, also zwischen den von ihm als Messeinheiten angegebenen Bereiche, überall bestätigen. Folgt man seinem Periplus durch den kimmerischen Bosporus, den er in seinen Büchern 7 und 11 beschreibt, so kommen wir zur folgenden Identifizierung, wobei hier jetzt nicht alle genannt werden können. Strabons Beschreibung startet am Tanais und folgt der Ostküste der Maiotis. Nach 2200 Stadien stößt er an den östlichen Bereich des kimmerischen Bosporus, wo ein Mündungsarm der Antikaites genannt wird und der ein Seitenarm des Hypanis Kuban ist, in die Maiotis entwässert. Hier befindet sich auch die Ortschaft Tyrambe, die wir nicht sicher mit einem antiken Fundort verbinden können. Nach den Entfernungsangaben und der Angabe zum Flussverlauf könnte es sich aber um die moderne Stadt Temriuk handeln, die vielleicht die antiken Hinterlassenschaften vollständig überdeckt hat. 120 Stadien sind es von hier bis zur Polis Kimmerikon, die eine wichtige Hafenstadt und zentraler Ausgangsort für die Maiotis-Überfahrt war. Kimmerikon nehmen wir an der Stelle des Fundorts Achtanisowskaja 4 an, der ausweislich der paläogeografischen Ergebnisse wohl über einen geschützten Hafen verfügte, befestigt war und wo bei Ausgrabungen Funde aus dem frühen 6. Jahrhundert vor Christus ans Licht gekommen sind. Dazwischen lagen einige sogenannte Waden, Skopai der Klazomenia. Diese identifizieren wir zum einen mit dem Fundort Golubitskaja II auf der Südseite der kleinen Golubitskaja-Insel, in dem wir im Rahmen unseres Projektes Ausgrabungen durchgeführt haben und wo die Funde auch bis ins frühe 6. Jahrhundert vor Christus zurückreichen. Eine weitere Warte der Klazomenia könnte mit dem Fundort Golubitskaja I gleichgesetzt werden, einem Fundort auf der östlichen Seite der kleinen Insel. Allerdings ist in diesem Ort bisher nicht ausgegraben worden. Als äußerstes Ende der asiatischen Seite und Eckpunkt der westlichen Einfahrt in den Bosporus nennt Strabon Achilleion. Hier sind die geomorphologischen Veränderungen durch Abrasion und den Aufbau eines großen Strandhakens besonders dynamisch. Daher verwundert es nicht, dass wir hier keinen Fundort benennen können. Wir müssen es hier mit einer ungefähren Verortung belassen und uns damit abfinden, dass dieser Ort wohl vollständig verloren ist. Die Benennung der Orte im westlichen Bosporus muss ich jetzt aus mehreren Gründen übergehen, denn die Ergebnisse hier sind noch nicht vollständig abgesichert. Wir steigen wieder ein bei Strabons Periplus bei seiner Beschreibung von Korokondame an der Südseite des westlichen Bosporus. Gegenüber vom europäischen Accra liegt Korokondame, was wir mit einem gut ergrabenen Fundort in der Nähe von Kap Panagia, Wolna 1, verbinden. Die Identifizierung von Korokondame ist ein Problem für sich, da das Dorf zugleich 70 Stadien östlich vom europäischen Accra und nur 10 Stadien westlich der Einfahrt in den korokondamitischen See liegt, kann sich Strabon hier nicht auf einen Ort beziehen, sondern auf ein ganzes Territorium, und zwar auf das ganze Gebiet des heutigen Wolna, vom Kap Panagia bis zur Sandbank. Der Blick hier im Bild unten links ist wiedergegeben nach Kap Panagia und eben auch der Blick an der Küste entlang und hinten rechts
sieht man eben diese Sandnährung, die etwa diese 10 Stadien entfernt ist. Noch bis in die Neuzeit hinein zeigen historische Karten, dass die Sandbank einen schiffbaren Durchlass nicht allzu weit von der Südspitze der Insel aufwies. Strabon setzt seine Fahrt fort, indem er in den nach dem Dorf bei seiner Einfahrt Corundame genannten See einfährt. Die gesamte Beschreibung dieses Sees trifft genau auf die von Kelterbaum und Brückner rekonstruierte Situation zu. Es muss sich um eine Art Lagune gehandelt haben, die oberhalb des Dorfes Corundame lag und in die ein Seitenarm des Antikaites Hypanis einmündete. In Fahrtrichtung links liegt eine Art Insel und auf ihr befinden sich Phanagorea und Kepoi. Die übrigen Städte, Oles, also Hermonassa, rechter Hand, und zwar jenseits des Hypanis, also des oben genannten Flusses, im Gebiet der Sinder. Dort liege auch Gorgippia, die königliche Residenz der Sinder nahe dem Meer. Hier kommt es nun zur entscheidenden Abweichung gegenüber den bisherigen Identifikationen. Denn nach dieser Lesart kann Hermonassa nicht länger mit der heutigen Stadt Taman gleichgesetzt werden. Auf der Insel gibt es nur zwei bedeutende archäologische Fundplätze, zum einen eben in Taman und zum anderen bei Senoi. Nach der Reihenfolge der Nennung käme als zunächst Phanagoria, was also mit Taman zu verbinden wäre, und dann Kepoi. Kepoi wäre fortan mit dem bedeutenden Fundplatz bei Senoi. Entschuldigung. Das fortan mit dem bedeutenden Fundplatz bei Senoi, wo man bisher Phanagoria verortet hat, gleichgesetzt wäre. Hermonassa aber muss östlich gelegen haben, was auch aus Ptolemaios abzuleiten ist, der zwischen Korokondame und Syndikos Limen im Osten, vielleicht mit Gorgippa gleichzusetzen, noch Hermonassa verzeichnet. Zudem geht aus den Berichten von Hekataios, bei Stephanos von Byzanz und bei Ammianus Marcellinus hervor, dass Hermonassa auf einer Insel gelegen habe. Auch lässt sich aus anderen Schriftquellen wie Ptolemaios Geographia als auch in den römischen Itinerarien von Plinius über die Tabula Peutingeriana und Anonymus von Ravenna entnehmen, dass Hermonassa relativ nahe dem Schwarzen Meer gelegen haben muss. Hier bietet sich eigentlich nur die heute ganz von Sandbecken eingefangene ehemalige kleine Insel von Blagoveschenskaja an. Auch dieser Bereich ist bisher wenig untersucht, aber es scheint so zu sein, dass die moderne Siedlung einen antiken Ort überdeckt. Yes. Denn es sind Funde und Gräber um den modernen Ort herum verzeichnet, die mindestens bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurückreichen. Wir planen hier weitere Untersuchungen. Begonnen haben wir bereits mit ersten Untersuchungen im östlichen Bereich des kubanen Bosporus. Ein Ort hier ist Semibratne, der als einziger ein Toponym auf einer hier gefundenen Inschrift erbracht hat, nämlich Labdis. Ganz in der Nähe und dazugehörig sind die berühmten 7 Brüderkurgane mit ihren prächtigen Funden aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, die sich heute in der Eremitage in St. Petersburg befinden. Schon immer war auffällig, dass die Bedeutung der Kurgane nicht recht zur kleinen Siedlung passen will. Die hier begonnene geophysikalische Prospektion allerdings zeigt ein ganz anderes Bild, als man bisher meinte. Die Siedlung ist wesentlich größer, vielschichtiger. Man darf gespannt sein, wie sich diese und andere Fundstellen, die bisher vernachlässigt wurden, da sie sich angeblich weit im Hinterland befunden hätten, in das Bild und in den Prozess der sogenannten Kolonisation der Griechen einfügen lassen. Die neue Landschaftsrekonstruktion eröffnet der archäologischen Forschung ein neues, weites Feld, auf das wir nun hoffen, bald wieder hinaus zu dürfen. Enden möchte ich mit einem erneuten Blick auf die Karte der rekonstruierten historischen Geographie des 6. und 5. Jahrhunderts vor Christus am kimmerischen Bosporus. Und komme zurück zur eingangs aufgeworfenen Frage, ob das Bild Platons hier am kimmerischen Bosporus zutreffend war oder nicht.
mit den vielen Siedlungspunkten um die Lagunen und Wasserwege sowie ihre Buchten, die mit der Zeit sogar versumpften, kann man Platons Befund wohl nur zustimmen. Und man möchte sich nur ungern vom Gedanken trennen, dass wir uns hier möglicherweise tatsächlich an der von ihm bezeichneten östlichen Grenze am Fluss Phasis befinden. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Wir würden hier nun die Diskussion eröffnen, Fragen an Herrn Schlotzhauer. Es ist schon eine da, das heißt, Sie haben noch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu formulieren. Denn die erste Frage ist, geht nach dem schönen Bild im Hintergrund, was das zu sehen wäre und ja, was ist es? Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, dass man es besser sehen kann. Es ist tatsächlich ein russisches Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, das den Hügel, den Mithridates-Hügel in Kertsch darstellt und im Vordergrund die Straße von Kertsch, also das, worüber wir gerade gesprochen haben, einer der Arme des antiken kimmerischen Bosporus. Ja, ganz schön stürmisch. Allerdings. Ja, vielen Dank. Tatsächlich ist schon die erste Frage angekommen von Herrn Gerke. Vielen Dank für den klaren Vortrag. Meine Frage bezieht sich auf den Anfang, die neuen Funde bei Anapa und Pantikapäon. Wie verhalten sich diese chronologisch und typologisch zu denen, die bei Ortwin Dallys Grabung in Taganrog zutage gekommen sind? Und schade, dass man sich nicht persönlich austauschen kann oder konnte. Ja, lieber Achim, die Funde sind etwa aus der gleichen Zeit, wie sie auch in Taganrog stammen, vielleicht etwas älter. Interessanterweise sind sie aber vielschichtiger. Also es gibt sicherlich Funde, die aus Heiligtümern stammen und vermutlich gehört eben auch in diesem Bereich die St. Petersburger Kanne, die ich eben auch gezeigt habe und die ja in einem Kurgan ganz in der Nähe gefunden wurde. Also bisher hat man ja immer angenommen, dass man den kimmerischen Bosporus übersprungen hätte, ja, und eben die weiteste Stelle, die man überhaupt erreichen konnte, eben den Tanais besiedelt hätte oder sich dort angesiedelt hätte, eben in diesem Ort Taganrog, wo diese Funde zutage kamen. Also das lässt sich auf jeden Fall nicht mehr halten. Also das, was wir hier am kimmerischen Bosporus haben, ist mindestens ebenso alt, ich würde sogar sagen, eher älter. Ja, vielen Dank. Eine weitere Frage richtet sich nach der Reaktion der russischen Forschung auf diese neuen Zuordnungen. Also wie reagiert die russische Forschung auf die aktuellen Zuweisungen? Zum einen und zum anderen gibt es neue Funde, inwieweit der kimmerische Bosporus bei der Ankunft der Griechen besiedelt gewesen wäre. Die Fragen kommen von Herrn Fornasir. Ja, lieber Jochen, erste Teil der Frage, jetzt habe ich sie wieder nicht präsent. Wie reagiert die russische Forschung, genau, Entschuldigung. sie reagiert unterschiedlich, wie nicht anders zu erwarten war. Es gibt einige Leute, die diese Rekonstruktion ablehnen. Es gibt große Aufsätze, die es versuchen zu widerlegen und den von mir vorher beschriebenen Befund der alten Rekonstruktion verteidigen. Aber in letzter Zeit lesen wir immer mehr, Teile, die angenommen werden. Kuznetsov beispielsweise, der Ausgräber im sogenannten Phanagoria, also in Senoi, hat zum Beispiel anerkannt, dass es die beiden Flussarme oder Wasserwege zwischen der Bucht von Taman und Achternisowskaja Liman nicht gegeben hat. Also ich denke, Stück für Stück setzen sich diese Ergebnisse auch in der russischen Wissenschaft durch. Und es gibt natürlich auch eine Gruppe von Leuten, die vollkommen einverstanden sind und diese Rekonstruktion auch angenommen haben. Die zweite Frage war die nach...
gefunden, ob der chimärische Bosporus bei einem der Griechen besiedelt gewesen sei. Ja, genau. Also es gibt da keine, also nicht viele neue Ergebnisse. Eines der großen Probleme ist natürlich die Datierung der lokalen Keramik. Damit tun wir uns ja weiterhin sehr schwer. Soweit ich das bisher beurteilen kann und sehe, gibt es nur sehr, sehr wenige Orte, an denen frühere Siedlungsspuren vorhanden waren. Beispielsweise in diesem sehr gut ergrabenen Wolna 1, was wir jetzt mit Korokondame gleichsetzen. Hier gibt es auf jeden Fall ältere Funde, die auch in die Bronzezeit zurückreichen, auch in der Nähe von Achilleon, also in dem modernen Örtchen Ili, an der Straße von Kertsch. Auch hier haben wir bronzezeitliche Funde, aber es scheint so zu sein, dass die dann abbrechen, bevor die Griechen kommen. Also es gibt keinen Fall, wo man tatsächlich eine Kontinuität auch an den Orten, wo man bronzezeitliche Funde hat, bis zur Ankunft der Griechen eben tatsächlich auch nachweisen kann. Also es scheint so zu sein, dass diese Region bei der Ankunft griechischer Siedler doch im Wesentlichen unbesiedelt war. Ja, vielen Dank. Warten wir auf weitere Fragen. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, inwiefern stoßen die Frösche sozusagen in einen unbesiedelten Sumpf vor oder sitzen da nicht so ein paar Störche, die schon warten, dass jemand kommt? Solange das Publikum noch überlegt, ist ja eigentlich interessant, dass auf der östlichen Seite des Bosporus die geoarchäologischen Forschungen eine komplette Umstrukturierung der Landschaft bewirkt haben. Auf der westlichen Seite scheint es ja nicht der Fall zu sein. Gibt es dafür geologische Gründe oder waren einfach die Siedlungen, die dort auch schon ausgegraben wurden oder auch schon angelegt wurden, einfach sozusagen wohlhabender, besser, größer, dass sie sich eben stärker in den Inschriften niedergeschlagen haben? Was ist der Unterschied? Warum funktioniert sowas auf der einen und auf der anderen Seite nicht? Ja, das ist wahrscheinlich einfach ein riesengroßer Zufall. Ja? Also ob sich Inschriften da erhalten haben, ob sie gefunden wurden, ob sie verschleppt wurden. Sicherlich ist eines der positiven Dinge, warum beispielsweise in Kertsch, Pantekapayon, die Steine eben dort geblieben sind, dass dort eben auch eine kontinuierliche Besiedlung existierte, bis in die Moderne hinein und die Steine eben dort weiter, wenn sie weiter verarbeitet wurden, eben am Ort blieben. Die Situation in Senoi beispielsweise ist völlig anders. Es war eine große griechische Siedlung, eine bedeutende Siedlung, sicherlich auch noch bis ins Mittelalter hinein, ins frühe Mittelalter hinein. Dann aber ist diese Siedlung komplett verschwunden und offensichtlich sind dort die Steine ausgeraubt worden und woanders hingebracht worden. Also es wurde auch eine Phanagoria-Inschrift beispielsweise auf der europäischen Seite gefunden. Ja? Also sie wurden auch zum Bau neuer Gebäude in späteren Zeiten so weit verschleppt, dass sie sich auf der europäischen Seite wiederfanden. Also das ist sicherlich einer der Hauptgründe, dass sich auf der europäischen Seite doch größere Siedlungen und Siedlungskontinuitäten gefunden haben als auf der anderen Seite. Ja, vielen Dank. Es gibt noch zwei weitere Fragen. Die erste, was war an der Gegend für die Besiedlung attraktiv? Fruchtbare Böden? Die Frage kommt von Frau Ursula Kästner. Ja, das ist natürlich eine Frage, mit der man sich ständig beschäftigt. Soweit wir das sehen, war am Anfang die fruchtbaren Böden, die hinterher mit Sicherheit zu großem Wohlstand dort geführt haben, aber wohl nicht vor dem 5. oder eher 4. Jahrhundert, als große Getreidelieferung beispielsweise aus dem Bosporanischen Reich Athen erreichten. Am Anfang muss etwas anderes da gewesen sein. Also das Land war zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht urbanisiert worden und
Es scheint so zu sein, und das zeigen ja auch die frühesten Funde, also die diesen Siedlungen an den Küsten des Schwarzen Meeres vorausgehen, die griechischen Funde, die sich eben weit im Hinterland finden, dass das Interesse der Griechen hier irgendwie im Hinterland lag. Und da ist natürlich naheliegend, dass es Rohstoffe sind, vielleicht auch Gold, Sklaven, Felle, all das, an das kann man denken. Aber dazu haben wir irgendwie keine archäologischen Funde, um diese Frage wirklich sicher beantworten zu können. Also die Paläobotanik jedenfalls hat gezeigt, dass der Feldanbau, also zumindest was das Getreide angeht, im 6. und 5. Jahrhundert noch nicht so bedeutend war. Ja, gut, dass noch auch kein Gold gefunden wurde. Das ist, gefährdet die Fundstellen dann immer noch bedeutend mehr, als sie so oder so schon gefährdet sind. Anja Slawisch bedankt sich auch für den Vortrag und fragt, ist das fremde Material ausschließlich ostgriechisch oder sind auch andere Materialgruppen nachgewiesen? Ja, es sind auch andere Materialgruppen nachgewiesen. Das ist überhaupt ein interessanter Punkt. Allerdings attisch, korinthisch und ähnliches kommt erst später. Andererseits, also so etwa mit der Mitte des 6. Jahrhunderts. Die ostgriechische Keramik reicht eben bis ins 7. Jahrhundert zurück. Andererseits gibt es aber auch andere Funde wie Fayencen und ähnliche Dinge, die tatsächlich auch schon ganz früh mit transportiert wurden. Und was interessant ist, in einigen der frühen Orte, beispielsweise jetzt durch die Neufunde in Pantekapayon, aber auch vorher schon bekannt in Olbia, Beresan, gibt es auch Funde, die offensichtlich aus dem kleinasiatischen Bereich kommen, ja? Also aus Lydien, aus Persien. Also das kommt auch im 6. Jahrhundert schon vor und gar nicht wenig. Ja, gut. Gibt es noch Fragen an den Referenten? Fragen zur griechischen Kolonisation oder der Landschaftsgestaltung? Ja, also, oh, jetzt kommen die Fragen also schneller, als ich sie vorlesen kann. Also nochmal von Jochen von Assier, wenn ich nochmal darf. Ist es richtig verstanden, dass die alte Zuweisung für Tamar nicht mehr aktuell ist? Gibt es Alternativen? Ja, in Taman nehmen wir jetzt an, dass sich dort eben Hans-Joachim Gerke nimmt an, dass eben aufgrund der Reihenfolge, die in den antiken Autoren gleichkommen, zunächst Phanagoria sein muss und der Fundort, der eben zunächst liegt bei der Einfahrt, ist halt Taman. Also müsste man davon ausgehen, das habe ich ja gerade auch nochmal gesagt, dass man mit diesem Ort wahrscheinlich Phanagoria verbinden müsste. Was dann eben heißt, der zweite Ort, mit dem man bisher Phanagoria verbunden hat, bei Senoi, wäre dann eben Kepoi. Allerdings, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so ist, denn die Funde in dem Ort Senoi sind doch sehr, sehr bedeutend und Phanagoria soll ja auch die zweite Hauptstadt, also die asiatische Hauptstadt des Bosporanischen Reichs gewesen sein. Hier gibt es noch ein bisschen Forschungsbedarf, aber auf jeden Fall, Taman kann nicht Hermonassa sein. Das ist eigentlich die wesentliche Aussage, die wir auf jeden Fall treffen können. Taman muss anders benannt werden. Es kann nicht Hermonassa sein. So, die nächste Frage von Wladimir Stolba. Ist jetzt auf Englisch formuliert. Ich lese es mal auf Englisch vor. How would you situate the seasonal crossings of the Bosporus by the Normans reported in the ancient author, by the ancient authors in the context of the new paleogeographic picture? What would attract them in this particular landscape? Ja, also nach den Quellen ist es ja so, dass die Nomaden auf ihrer saisonalen Reise eben durch diesen Bosporus, also über die Kertsch-Halbinsel und dann über die Taman-Halbinsel
an den Kaukasus zogen. Ich denke, sie sind eigentlich nur durchgezogen, ja. Und natürlich waren, wie man ja auch gesehen hat, gab es schon viele Nährungen, gab es schon viele Sandbänke, über die man eben wahrscheinlich auch teilweise laufen konnte und auch die Herde eben rüberbringen konnte. Das war halt die beste Möglichkeit, eben zwischen diesen saisonalen Weidegründen zu reisen. Also ich denke, die Griechen standen dem zunächst wahrscheinlich nicht entgegen. Also dazu kann man, glaube ich, ansonsten nicht viel sagen. So, die nächste Frage gilt der Dramatik der Ereignisse. Wenn der östliche Bosporus in den Jahrhunderten vor Christus zunehmend verlandet ist, war das so eine langsame, aber dramatische Veränderung der Geografie, durch die einstige Hafenstädte vom Meer abgeschnitten wurden. Gibt es schriftliche Quellen, die von der Dramatik dieser Ereignisse zeugen? Ja, also hier müsste man natürlich Hans-Jochen Gerke und Anka Dahn am besten befragen, die Quellen natürlich am allerbesten kennen. Aber in unseren Diskussionen, ja, haben wir häufig darüber gesprochen und es gibt durchaus in den historischen Quellen Hinweise dafür. Ich hatte ja auch einen angeführt, beispielsweise, dass eben Hermon Nasser eben diesen Niedergang erfahren hat. Und auch der Ort, den wir ausgegraben haben, hat diesen Niedergang erfahren. Und die historischen Quellen zeigen das schon. Und wir haben es auch in den römischen Quellen dann sehr stark, dass dieser zweite Bosporus dass er eben auch beschrieben wird als Sumpf, ja. Und das zeigt sich hier schon ganz deutlich. So, noch eine weitere Frage von Frank Bernstein lässt grüßen und möchte noch mal gerne auf Taganrog zurückkommen. Könnte sich nicht ähnlich wie im Westen verhalten haben? Also nicht die erste Ansiedlung am chimärischen Bosporus eine Funktion wie Pithecusa gehabt haben? Bevor man weiter vorstieß, denkt auch an Kyme, das auch erst später gegründet oder angelegt wurde. Ähnlich wie wohl auch Taganrog, wenn du sagst, dass es dort keine älteren Funde als am Bosporus gibt. Ja, also das kann man sich durchaus denken. Allerdings, ja gut, wir wissen einfach von Taganrog viel zu wenig. Die Keramik, die dort zutage gekommen ist, ist ja aus dem Meer angeschwemmt worden. Wo genau sie herkommt, kann man nicht genau sagen. Und was uns fehlt, sind größere Gefäße und so weiter, die uns eben auch zeigen, in welcher Funktion vielleicht diese Gefäße dort benutzt wurden. Ne? Also für den chimärischen Bosporus, für Kertsch, Pantikapraion, da kann man eben auf jeden Fall sagen, dass die Keramik so vielschichtig ist, dass sie alle möglichen Funktionen, also bis hin in die Heiligtümer hinein, eben gegolten haben. Was ich denke, eben auch und zeigt, dass man eben hier nicht nur kurzfristig hingehen wollte, sondern tatsächlich auch von Anfang an bleiben wollte. Aber auszuschließen ist die Theorie natürlich nicht. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Dann hätte ich vielleicht noch eine letzte und dann würde ich auch auf den nächsten Vortrag verweisen. Du hast vorher mehrfach erwähnt, dass eben die Perspektive Strabons eine Perspektive der Schifffahrt ist. Würde es sich nicht anbieten, jetzt mit der neuen Rekonstruktion zu versuchen, eine Paläolandschaft zu modellieren? Und dann mal wirklich so zu versuchen, in 3D die Perspektive der Schifffahrt einzunehmen und zu schauen, ja, was sehe ich denn eigentlich, wenn ich auf diesem Schiff da entlang fahre? Sehe ich hier irgendwelche Feuer oder Lichtschein von irgendwelchen griechischen Siedlungen? Was würde man,
was würde man, könnte man davon, könnte man das auch nicht nur visualisieren, sondern eben auch, ja, damit auch noch erfahrbarer machen? Und dann haben wir noch eine letzte Frage und ich denke mal, die nehmen wir dann danach noch und dann schließen wir die Diskussion. Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung, eine solche Modellierung vorzunehmen. Darüber müsste ich tatsächlich mal nachdenken. Mal sehen, wo wir da die Fachleute und das Geld auch herbekommen. Aber es würde sich tatsächlich lohnen. Es wäre wirklich spannend zu sehen, von welchem Punkt aus man was wo sehen kann. Also ich selber habe das auch immer schon mal wieder versucht, als ich auf dem Vulkan Boris und Gleb in der Mitte des Achternisowskaja-Limats, was so wunderschön auf einer Halbinsel liegt, Hans-Jochen Gerke war auch schon mal da. Man hat einen fantastischen Rundumblick dort. Ja? Also man sieht bis in die, an die europäische Küste, ja? Also bis nach Kertsch. Auf der anderen Seite kann man tatsächlich das Ende des neuen Kuban-Bosporus sehen, ja? Also fast bis Semibratnje. Das sind unglaubliche, ja, wichtige Orte, die man aber eben sehr schlecht anderen erfahrbar machen kann. Also da wäre wirklich so eine Modellierung großartig, um hier vielleicht Ideen, die man dazu hat, ein Heiligtum ist zum Beispiel auf diesem Boris- und Gleb-Berg gefunden worden, um die auch verständlich zu machen. Ja, also das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Danke. So, dann die letzte Frage. In your reconstruction, you base yourself on Ptolemaeus. How reliable are his data for this area? For as we know, his pictures for Crimea is very inaccurate. For instance, he places Kerkintis, not familiar with the classical names, Kerkintis outside of Crimea. So how accurate is Ptolemaeus? Yeah. Das ist wieder eine Frage, die müsste ich jetzt eigentlich an Anka Dahn weitergeben. Ich kann nur sagen, dass die Spezialisten zu Ptolemaeus angefangen haben, das verkürzte Weltbild, was sie dort festgestellt haben, zu vergrößern, also an die wahren Begebenheiten anzupassen. Ja? Also man bläht sozusagen das auf, um die zu kleine Annahme, die Ptolemaeus wohl hatte, bei den Entfernungen eben auszugleichen. Deshalb kann das durchaus sein, dass etwas streng genommen außerhalb der heutigen Grenzen liegt. Also ich referiere hier jetzt etwas, wo ich jetzt kein Fachmann bin. Aber so habe ich das verstanden und es ist eben nicht verwunderlich, dass solche Dinge passieren. Man darf, wenn ich jetzt Herrn Gerke nochmal zitieren darf oder beim Wort nehmen darf, man darf eben die antiken Quellen nicht überstrapazieren in ihrer Genauigkeit. Man muss die Mental Map, man muss die Entfernung zueinander in Verhältnis setzen. Dann kommt man auf richtige Ergebnisse. Wenn man zu streng mit den Dingen ist, ja, also bei den Stadienangaben, beispielsweise bei Strabon existieren auch zwei, es gibt ein längeres Stadion, ein kürzeres Stadion, was daran, das eine wird für längere Entfernung benutzt, das andere für kleinere Gebiete, all diese Dinge muss man halt wissen, muss man eben einbeziehen, das müssen die Fachleute machen, das bin ich jetzt nicht, ich habe die eben vor allem referiert, ich berufe mich da eben auf ihr Kenntnis. Aber Ptolemaeus ist jedenfalls in unserer Region nach dem, was Anka Dahn eben hier herausgefunden hat, relativ korrekt und stimmt auch mit Strabon überein. Und ich denke, das wird man wahrscheinlich auch für die Krim herauskriegen können. Ja, so, dann bedanke ich mich bei allen Fragenden. Beim Referenten so oder so und möchte dann auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Wir bleiben im Kaukasus, zumindest fängt es dort an. Am 28.04. wiederum um 18 Uhr spricht Professor Dr. Sven Hansen über Innovation, Wissenstransfer, Migrationen, die Bronzezeit zwischen Kaukasus und Karpaten.
Sie können sich in dem auch im Chat gesendeten Link jetzt schon für diese Veranstaltung anmelden. Und ich bedanke mich nochmal bei allen. Bis zur nächsten Veranstaltung in 2 Wochen. So. Und dann belassen wir es dabei. Auf Wiedersehen.